Willkommen zurück zu Watch Dogs. Ja, es geht wieder weiter. Und ja, beim letzten Mal haben wir den Gefangenentransport erledigt. Jetzt wollen wir zu den Zeugen. Aber vorher machen wir diesen Fixerauftrag. Ja, hier ist ein Unfall passiert, aber die Leute hupen und checken nicht, was da passiert ist, aber gut. Ist ja auch Chicago, ne? Von daher, ja, lass uns mal gelten. So. Und weiter geht's, würde ich mal sagen. Und bevor wir die nächste Mission starten, will ich auf jeden Fall nochmal mir ein bisschen Zeugs holen. Boah, Alter. Ey, Alter. Willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, ich will auf die andere Fahrbahn. Nö. Tch. Alter, Penner. Oh Junge, muss mir reinfahren, oh Gott. Ah, der hat's erwischt. Trottel. Komm schon, gib Gas! Nein, ich fahr nicht vorbei, komm. Scheiß drauf. Wenn wir uns an den Verkehr halten würden, dann wären wir jetzt noch nicht mit der ersten Mission fertig. Aber ich will versuchen, nicht so viel Schaden mit dem Auto zu kriegen. Weil ich es ja vielleicht noch brauche. Aber, nee, warte mal, ist auch egal. Ich habe ein neues Auto gefunden. Na gut. Mal gucken, was das für ein Auftrag ist. Spaß machen. Jemand muss die Cops beschäftigen, während die anderen ein Ding durchziehen. Und die Cops sind mein Job. Das tue ich doch gern. Ah. Ach so. Okay. Das ist klar, mach ich, kein Problem. Lol. Super. Ich finde mich doch eh nicht. Das ist so blöd für sowas. Okay. Ja, wir machen die Stadt kaputt. Mal Unfälle. Was noch passiert? Oh ja, den Unfall mir gebaut. Meine Schuld natürlich. Ja, komm. Boah, die kriegen uns nicht, die Bullen. Das sind Bullen. Die kriegen uns nicht. Die wollen mal mit einem Kopf durch die Wand. Und, boah, Alter. Boah. Einfach geradeaus. Wir haben es gerade geschafft. Mann, das ist doch viel zu einfach für mich. Ohne Witz, das ist wirklich viel zu einfach. Da muss ich mich noch ein bisschen konzentrieren, was die Fahrt hier angeht. Aber ansonsten läuft es doch. Na, ah, geh weg von mir. US-Scan. Okay. Oh, gut. Na, super. Ich fahre jetzt nochmal voll in den US-Scan rein. Nice. Das ist bestimmt nur gewollt. Alles klar. Vergiss es, ich fahr durch! Wuhu! Der wäre geflogen. Okay. Du kommst mit, mein Freund. Kein Spaß. Oh, das kann schief gehen.
Okay, ist nicht schief gegangen. Alles klar. Okay, ab zur nächsten Mission. Ah, Verbrechen erkannt. Okay. Oh, I'm sorry. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Freund. Ja, Verbrechen machen wir doch immer gerne. Die beseitigen wir doch immer gerne. Ich versuche ja auch irgendwie ein bisschen gut zu werden, aber bei den Idioten ist das nicht so einfach. Okay, ich sehe schon da hinten. Ich muss die Augen offen halten. Er kann auch nicht weit sein. WKZs neueste Meinungsumfrage zeigt, dass die öffentliche Meinung bezüglich des Rächers auf dem bisher niedrigsten Stand ist. Ein paar Leute sind echt so... Hey, ich sehe dich. Verzieh dich! Okay, wie einfach nie abgehauen ist. Ich mache lieber mein Dach ab. So, weg hier. Oh. Oh, Alter! Ist der Wagen jetzt hochgegangen oder was war das? Aber wir könnten hier mal das Geld abheben. Wir haben schon so viel gesammelt, denke ich. So, mal gucken. Was haben wir denn hier an Cash? Boah, 2900, also fast 3000. Was haben wir da hinten? Stehen bleiben! Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben! Ja, ey! Ha! Hm, bei dem nicht. Ah, Gott. Was ist denn das hier? Mann. Okay. Also hier soll anscheinend nicht. Muss hier oben sein. Was soll das sein? Ist doch nicht. Okay. Hm, naja, keine Ahnung. Weiter geht's. Ich würde mal sagen, da vorne ist ein Gangversteck. Ich traue mich mal wieder an einen Gangversteck ran. Mal gucken, ob wir es schaffen. Oder ob ich wieder so fail wie beim letzten Mal bei einem Gangversteck. Wäre echt peinlich, Alter. Mal gucken, wo wir da was hin müssen. Okay, starten wir das Ganze nochmal. Mein erster Gedanke war, den Typen abzuknallen. Aber es geht noch besser. Er hält sich für sonst was. Also hole ich ihn von seinem hohen Ross und demütige ihn vor seinen Leuten. Ich zeige ihnen, dass ich mir jeden holen kann. Warum darf ich ihn nicht einfach töten? Da ist halt wieder... Ah, super. Was? Woher kommt ihr denn?
Boah, scheiße. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und mit dem Black Op war schon keine schlechte Idee, aber... ich darf den nicht niederschlagen. Muss ja nicht, töten. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss versuchen, ihn irgendwie auszuschalten, aber wenn noch zu viele Männer um ihn herum sind, wird das auch nicht so einfach. Mal gucken, wie ich das mache am besten. Hallo? Ist da jemand? Komm schon. Von der Seite bin ich besser dran. Was geht denn hier, verflucht? Da drüben. Als ob der auch Verstärkung in der Sack. Wir brauchen Hilfe! Geht klar! Es ist an den Weg vorbei! Oh, das war der Falsche. Scheiße. Ich denke mal, es ist besser, wenn ich von oben komme. Dann kann ich ihn schnell am Auto ausschalten. Mal gucken. Mal gucken. Das ist besser, wenn ich eigentlich von oben komme. Oder von hier. Eigentlich wollte ich mir noch Teile besorgen. Oh. Ah, mein Freund, immer schon ruhig bleiben, ne? Triff den Kopf aber nicht. Was denn hier kommt? Von daher? Okay, da kommt der nächste. Ah, da kommt der nächste, okay. Komm. Sieh ihn dir an. Was ist das? Sieh ihn an, sieh ihn an. So. Damit hätte ich schon mal ein paar erledigt. Verstärkung rufen, was ist mir hier hinten? Da hinten. Wir sind im Arsch! Wenn er seinen Kopf ausdeckt. Junge, kommst du noch nicht. Wir brauchen hier Hilfe! Bam. War doch zu auffällig. Fäng ihn von der Straße!
Wir fallen hin. Ich bin dran! Ich bin nur dumm, ne? Alter! Nein, ich bin doch nah an dem dran, Alter. Ich sehe ihn ja schon noch fast. Weißt du? Okay. Dann nochmal das Ganze. Also ich wette, wenn ich jetzt alleine spielen würde und ich wüsste, dass mir vielleicht mal zuguckt, dann, ne? Würde ich das wahrscheinlich auch beim ersten Mal direkt schaffen. Aber das ist immer so eine Sache, ne? Man muss aber noch reden und das vergesse ich irgendwie mal. Vor allem, wenn ich mich jetzt hier konzentriere. Das ist, ja, noch was anderes. Wenn man weiß, dass jemand zuhört, vielleicht. Und zuguckt beim Spielen. Wie machen wir so ein bisschen? Ich würde sagen, ich versuche ein Auto in die Luft zu springen. Damit ich mal fliegen kann. Idiot. Kommt der jetzt ernsthaft hier hoch? Komm mal, Mann. So. Ich kann schon mal mehr fliehen, ja. Was? Ich geb euch Deckung. Versteckt euch, Leute. Welche von denen muss ich neutralisieren? Das ist ja nicht. Er hat eine Waffe, seht ihr das? Ich fange ihn ab. Oh, verdammt. Du bist so im Arsch, du weißt es nur noch nicht. Komm von dir. Oh, fuck. Da, Alter. Heilige Scheiße, war's knapp. Mann, Alter, Penner. Hab ich hier ein paar Autos in die Luft gesprengt? So war das gar nicht, ja. Verdammt, na Mist. Alter. Mann, ich hasse diese Drecksicher, die immer ja. Na, komm. Bald finde ich dich, mein Freund. Ich laufe einfach.
Alter! Ich bin genau hinter dem. Pack die Waffe weg. Legen darf ich ihn ja nicht. Das ist ja. Ich muss ja hinterher. Ich finde, das habe ich viel besser gelöst. So, da kommen wir wieder solche Typen. So, komm her. Das kann doch eine lange Verfolgungsjagd hier werden, Leute. Komm mal mit angefahren! Scheiße. Ja, ich hab dich nicht, mein Freund. Alter! Typisch Frau, ne? Mann, Alter. Ist mal rund hier. Penner. So. Wir haben's. Dann werden wir mal ein bisschen skillen. Nein. Was haben wir denn hier noch? Hütnit, Krag, Springschnur. Okay, das nehmen wir nochmal. Schneller Wechsel. Verlangsamter Fokus, okay. Das ist auch gut. Dann haben wir wieder zwei Fähigkeiten und ja, wir haben auch wieder genug Zeit. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.